Hi, heute wollen wir dir die mikroskopische Anatomie, auch genannt Histologie, ein bisschen genauer vorstellen. Es gibt schon ein Video in dieser Reihe, darum geht es um die Physiologie. Das hier wären die beiden Bücher, die wir dir empfehlen können für die Histologie, einmal von Renate Löhlmann-Rauch und einmal von Welch. Die Anatomie wird in zwei verschiedenen Fächern gelehrt. Einmal in der makroskopischen Anatomie, was man als Anatomie generell kennt, und einmal in der mikroskopischen Anatomie, was man auch als Histologie bezeichnet. Meistens läuft das Ganze so ab, dass man zuerst Anatomie im Studium hat und ab dem zweiten oder dritten Semester immer mehr Histo, wo man dann zum Beispiel durch Gewebeschnitte durchgeht und lernt, wie bestimmte Organe aufgebaut sind. Wie wir das heute zum Beispiel an einem Beispiel zeigen wollen, und zwar am Ösophagus, also an der Speiseröhre. Genau, man kann grob im Prinzip sagen, sobald man durch ein Mikroskop gucken muss, ist man in der Histologie, solange das nicht nötig ist, in der makroskopischen Anatomie. Wir schauen uns heute also ein Bild aus dem Mikroskop an. Ein relativ einfaches Beispiel. Hier geht es um die Speiseröhre, damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie das so abläuft, was man da lernen soll. Die Speiseröhre kennt ihr alle und die Funktion wahrscheinlich auch. Es geht im Prinzip einfach darum, dass die Nahrung vom Mund zum Magen transportiert wird. Und wie eigentlich jeder schon, seit man ein kleines Kind ist, weiß, funktioniert das aktiv durch Muskulatur, denn man kann ja auch zum Beispiel was trinken, während man einen Kopfstand macht. Genau, entsprechend gibt es da eben folgenden Aufbau. Hier seht ihr mal ein Bild davon. Da hat man innen erstmal so ein Epithel. Das ist im Prinzip eine Schleimhaut, bisschen wie auch eure Mundschleimhaut. Da gibt es verschiedene Arten und in dem Fall ist das ein mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel. Also zum Beispiel hier wäre es natürlich so, dass man diese verschiedenen Arten von Epithelien, das ist so eine der Sachen, die wird man klassischerweise, in welchem Organ was ist, ist relativ wichtig, weil oft gerade von diesen Strukturen zum Beispiel Karzinome ausgehen, also Tumoren vom Epithel. Deswegen ist es wichtig zu wissen, von welchem basiert das. Und wenn man dann zum Beispiel eine Metastase irgendwo findet, kann man basierend auf dem Aussehen rückschließen, wo das herkommt. Also das ist so der Hintergrund, warum man Histo lernt. Da drüber, das heißt sozusagen weiter außen, also ganz unten seht ihr in diesem kleinen weißen Bereich, da würde dann die Nahrung durchgehen. Weiter außen als das Plattenepithel gibt es dann die Tela submucosa. Das ist im Prinzip eine Schicht an Bindegewebe, das heißt Gewebe, das keine aktive Funktion hat, sondern eben, wie der Name schon sagt, irgendwie verschiedene andere Gewebetypen miteinander verbindet. In dem Fall dient es dazu, dass das Ganze alles ein bisschen beweglich ist. Darum gibt es dann zwei Muskelschichten, die dann für diese tatsächliche Bewegung zuständig sind. Einmal eine Ringmuskulaturschicht und eine Längsmuskulaturschicht. Wenn sich die Längsmuskulatur anspannt, sorgt das dafür, dass der Speisebrei weitergeschoben wird. Aber es ist nicht klar definiert, in welche Richtung, sondern im Prinzip einfach weg von dort, wo er jetzt ist. Und entsprechend gibt es die Ringmuskulatur, die dann die falsche Richtung im Prinzip abklemmt, damit es auch in die richtige Richtung geht und nicht einfach nur hin und her geschoben wird. Ganz außen sieht man noch ein bisschen Adventitia, heißt diese Schicht. Das ist im Grunde einfach eine Verankerung von der Speiseröhre im umliegenden Gewebe. Die ist relevanter für die Bauchorgane, weil es da eben verschiedene Strukturen gibt, wo sie nicht eine Adventitia haben, sondern eine Serosa. Aber das ist alles jetzt nicht so relevant. Genau, das heißt, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, hier geht es viel auch einfach darum, ganz anders als in der Physiologie, Dinge auswendig zu lernen. Dass jetzt zum Beispiel die Ringschicht innen und die Längsschicht außen ist oder man jetzt hier diesen Epitheltyp und nicht einen anderen hat, ist eine Sache, die muss man halt einfach lernen. Da kann man jetzt nicht viel durch logisch Nachdenken drauf schließen. Und das macht im Prinzip auch viel von der Histologie aus, was eigentlich das Lernen angeht. Man fängt dann, also ich finde, wenn man das erste Mal auf so ein Bild geguckt hat, hat man natürlich gar nichts erkannt, so in gewissen Maßen. Aber man lernt relativ schnell mit der Zeit auf bestimmte Dinge zu achten und man lernt sich sehr gut zurechtzufinden in diesen Präparaten. Zum Beispiel hätte dich jetzt jemand fragen können, ist das ein Längsschnitt, also die Richtung, in die die Nahrung auch geht, oder ein Querschnitt, also praktisch, dass man so dieses Lumen hat vom Ösophagus, was für eine Art Schnitt ist es? Und es ist hier in diesem Fall ein Querschnitt. Und woran erkennt man das jetzt? Man erkennt, dass einerseits von wie das Epithel aussieht und wir wissen, die Ringsmuskulatur ist innen. Das heißt, die schneide ich dadurch, dass ich einen Querschnitt mache, längs an.
Ja. Und die Längsmuskulatur quer. Und das sieht man hier. Man sieht hier eben, dass die Ringmuskelschicht eben längs angeschnitten ist und dadurch diese längeren Fasern von den Muskeln zu sehen sind und oben eher so ein Querschnitt. Vielleicht kennt man das, wenn man mal durch ein Filetsteak oder durch irgendeine Art Steak durchgeschnitten hat, sieht man das ja auch so ein bisschen. Das ist im Grunde das Gleiche jetzt unter dem Mikroskop. Ja, wie haben wir Histo gelernt? Eigentlich gab es für uns ja im Prinzip drei Aspekte, über die wir Histo gelernt haben. Einmal, was wir selber mikroskopiert haben. Ich glaube, da lernt man insofern sehr viel dabei, als dass man wirklich selber auch in einem Bild die ganzen Sachen finden muss. Und das ja letzten Endes auch dann im Physikum oder auch in Prüfungen von einem erwartet wird, dass man eben erkennt, welches Gewebe hat man vor sich, wie heißen bestimmte Strukturen da drin oder wo findet man die. Und das eben selber zu machen, ist eine ganz wichtige Übung. Dann natürlich die Bücher, die Max vorhin vorgestellt hat. Und zum Abschluss, wie in jedem anderen Fach auch, gibt es auch da Vorlesungen. Genau, was hast du vielleicht, wo hast du am meisten irgendwie jetzt draus mitgenommen? Ich glaube, für mich war, ich glaube, das, wo ich am meisten draus mitgenommen habe, war so ein Histo-Atlas. Also das wäre in dem Fall dieser Welsch das größere Buch, weil man da eben super viele Bilder drin hat, wo alles beschriftet ist und nummeriert ist und man kann sich auch so einer gewissen Weise selbst testen, bis man die Bilder auswendig kennt. Das passiert relativ schnell leider. Und ja. Ich glaube dann, ich finde Histo ist eins dieser Fächer, wo man hat ja auch sozusagen Seminare, wo man dann selbst mikroskopiert und so. Und ich muss sagen, Histo ist von den drei Fächern, von den drei großen, also von Anatomie, mikroskopisch, makroskopisch, Biochemie und Physiologie, das, was am meisten von Vorbereitung profitiert hat. Weil ja. Wenn ich da halt nicht wusste, was ich da jetzt suchen soll, und dann sagt er vorne kurz, ja, dann suchst du jetzt nach Becherzellen, mehrschichtig unverordneten Plattenepithel, Tela submucosa und Lamina epitheliales, bla bla, dann habe ich gar nichts gefunden. Ja, also bei in Biochemie gab es das eben nicht so. Also Biochemie ist ja eher was, wo man vielleicht den Reaktionsweg und wie genau es abläuft, verstehen muss, aber man halt auch relativ viel einfach wissen muss und da jetzt auch immer der Mehrgewinn von den Seminaren eher die Verknüpfung war und dann habe ich die kleinen Schritte auch nicht gebraucht. Aber das war in der Histo eben, ich glaube, das Fach, wo ich auch am schnellsten verstanden habe, dass ich das meiste raushole, wenn ich einfach halbwegs vorbereitet in die Seminare gehe. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemerkt. Wenn ich bei irgendeinem Thema keine Ahnung hatte, worum es geht, dann habe ich beim Mikroskopieren auch nicht wirklich viel gelernt, weil dann ging das auch relativ, also ich meine, man hat dann ja schon auch ein bisschen was erklärt bekommen, aber bis man das dann verstanden hat, was jetzt irgendwie genau die Frage ist und wonach man suchen soll, ging es dann auch schon wieder um die nächste Frage. Und das heißt, da ist wirklich sinnvoll, dass man sich auch selber ein bisschen hinsetzt und die Sachen anschaut, weil es eben auch nicht so ein Fach ist wie gerade in der Physiologie, wo man auch viel einfach davon profitiert, dass einem jemand erklärt, das funktioniert so und so. Und dann versteht man es. Und dann hat man da irgendwie Fortschritt gemacht, sondern man muss halt einfach auch ja, viel auswendig lernen. Ist halt. Ja, und ich glaube, man kann Teile verstehen, wie ich es probiert habe mit diesen Quer- und Längsschnittgeschichten. Ne? Also, das ist auch was so eine typische Frage wäre in einem mündlichen Physikum zum Beispiel. Genau. Also, das wäre so die klassischste Esophagus-Frage, die man machen kann. Und ich glaube, dass man da eben sicherlich Zeit rein investieren muss. Aber ich fand das total interessant, wie jedes Organ aufgebaut ist, so von der Ebene. Weil oft, also jetzt zum Beispiel beim Esophagus ist die Funktion jetzt relativ einfach, aber man kann jetzt ja vielleicht irgendwie ein Bild von der Niere noch einblenden. Ja. Ne? Und wenn man das erstmal sieht, denkt man sich, huch. Mhm. Und wenn man dann die Physiologie lernt, sieht man, ah, okay, diese ganzen Sachen, die kenne ich ja aus dem Histoschnitt und man kann das wieder ein bisschen zusammensetzen. Und das Fach ist einfach nötig, um, ich sag mal jetzt, Biochemie und Physiologie mit Anatomie im Großen zu verbinden. Ja, also ohne das wäre super, super schwer. Und unterschätzt das Fach nicht und abschließend vielleicht, ich finde es war eins meiner Lieblingsfächer eigentlich, so im Nachhinein, weil... Echt? Weil ich fand das schon wirklich interessant. Also ich finde natürlich, das zweite Semester, wo man diese Grundgewebe lernt, fand ich ziemlich nervig, weil, ja, Bindegewebe, Vorlesung 1 bis 5, naja. Aber trotz allem ist es ein Fach, was man nicht unterschätzen darf und wo man auch echt Spaß haben kann, wenn man sich gut vorbereitet. Aber leider nur, wenn man sich gut vorbereitet. Also sonst bringt es halt wenig. Also das stimmt, dass man es auf jeden Fall echt nicht unterschätzen darf. Das hat zum Beispiel im Endspurt-Skript auch nur einen Band. Aber das ist echt viel. Und ich würde fast behaupten, zumindest mir,
kam es so vor, dass der eine Band Endspurtskript Histo mehr Arbeit war als alle drei Physio zusammen. Genau, oder halt, das ist was, was im Schriftlichen natürlich nicht so krass viel abgefragt wird, aber ja, im Mündlichen halt voll ja, viel. Also da genau, nimmt man ja dann einfach... Da kriegt man, also zumindest bei uns, kriegen wir da zwei Präparate aus dem Kasten. Also wir wissen, welche 100 es gibt, aber wir kennen natürlich nicht den genauen Schnitt. Also kann man sich vorstellen, wenn man jetzt so ein Bild wie die, die wir jetzt hier gezeigt haben, von irgendwie einfach einem anderen Menschen nimmt, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und das heißt, wir wussten nicht exakt, wie das Bild aussieht, aber wir wussten, welche 100 Präparate es gibt. Und davon haben wir zwei vorgelegt bekommen und hatten 10 Minuten Zeit, uns die anzuschauen, zu erkennen, welches Organ ist es überhaupt, welches Präparat, und dann auch ein bisschen was uns zu notieren, was wir da drin erkennen. Genau, und das also war im mündlichen Physikum durchaus ein wichtiger Bestandteil. Auf jeden Fall. Alles klar, falls ihr weitere Videos von uns schauen wollt, kann ich euch einmal anbieten, die Lernmethode, die ich fürs Physikum verwendet habe, das sogenannte Active Recall. Es schwebt auf meiner Brust und auf Leanders Brust schwebt die Physiologie aus der gleichen Reihe wie hier die Histologie. Das heißt, ein kurzer Überblick, was ist das Fach Physiologie, wie lernt man dafür und was sind unsere Erfahrungen aus dem Fach. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.